Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Doorways. Ich wollte schon Overways sagen. Airways. Airways. Ja, wir haben jetzt hier ein Zeug gefunden. Das könnte der Art Schlüssel sein. Der Art Schlüssel? Guck ich mal da noch um. Was, nicht? Okay. Was da reinkommt. Also, wo du die Schlüssel da hattest. Okay, kannst du da. Vielleicht kommt das da rein. Nee, okay. Doch, oder? Ja. Nicht? Achso, okay, na, aber hin. Das war nicht gewollt, dass ich da durchkomme. Und ich dachte, ich habe dafür eine Schiefe hingekriegt, aber nein. Grimtox ist online gekommen. Da kannst du da hoch, rechts. Kannst du da hoch? Hier? Nee, da. Ja, was will ich denn da? Was will ich denn da? Ist da oben irgendwas versteckt? Nee, okay. Na gut. Das geht nicht. Okay, da geht's auch nicht lang? Nee, nicht für dich. Keine Suppe für dich. Das wollte ich auch sagen. Ich hab's dir nur verkniffen. Ey. Okay, hier weiß ich nicht. Haben wir alles? Achso, ja, da muss ich das Ding wieder aufmachen vielleicht. Vielleicht kommt ja das Ding hier rein. Ich weiß es nicht. Ich glaub's so nicht. Da kommt ja eine Schrein. Kannst du wahrscheinlich erst, wenn du alle Clues gefunden hast. Das könnte durchaus sein. Clues? Da rechts lang? Ja, Clues. Waren wir hier schon? Nee. Hinweise sind Clues übrigens. Da hinten ist was. Es leuchtet da hinten. Nee, nicht leuchtet. Doch, da leuchtet was. Kannst du daran ziehen? Wahrscheinlich. Ach, reindrücken oder ziehen? Oder auch nichts machen? Ich kann... Ich muss da irgendwas ran... Mit L... Ah, ja, mit R. So, zieh rechts, ja. Okay. Hatte vorhin, habe ich schon mal am Anfang beim Tutorial gesagt. Ja, wer sichert es mir? Ja, na klar. Das ist 3 Tage her. Ich wollte sagen, zieh's mal bis ganz ran. Losgelassen. Na komm, na komm, na komm, na komm. Okay. Und renn da. Was auch immer da ist. Das bleibt da. Bist du dir der ganz sicher? Da ist nichts. Hä? Warum habe ich das jetzt hier gemacht? Weiß ich nicht. Guck mal nach links. Ach so. Ah. Hier ist auch so ein Ding. Guck ihn an, ey. Kick ihn schau. Das kann ja keiner ahnen. Na komm, na komm. Tja, ne? Und sonst so? Was macht man nicht heutzutage alles, um irgendwelche Mauern durchqueren zu können? Ja, ne? Man zieht alles. So. Der ist jetzt weiter, okay. Und jetzt wird auf der anderen Seite wahrscheinlich. Nee, da, würde ich sagen. Oh, oder? Oh ja, das ist ein. Okay, warum ist hier so ein Boden noch? Weiß ich nicht. Okay. Jetzt hast du echt Strom angemacht dadurch. Pass auf. Was ist denn das? Ach so. Na toll. So weg. Schnell nach unten hier. Was ist denn das? Mit R? Mit R kannst du auch nicht? Mit rechter Maus? Mit. Nee, ach so, mit R meinst du damit? Ach ja, so. Entschuldigung. Ja, dann sag das raus. Doch. Ja. Boom. Okay. Aha. Statue. Noch eine Statue. Okay, die nach Hilfe fleht. Ein Zettel oder sowas da oben drauf. Kannst du da was sagen? Hier ist ein Zettel. Ah, schön. I had descended to a deeper area in the sculptor's museum. In front of me, I could see a sculpture that gave me the shivers. I couldn't understand exactly why until I remembered where I'd seen it. Its face was the same as one of the missing persons that I was ordered to search for while I was investigating this case. Also, ich wurde weiter runtergeführt in eine tiefere, an einen tieferen Bereich in das Skulpturenmuseum. Vor mir konnte ich eine Skulptur sehen, die mir einen Schauder verdingst hat. Verpasste. Ja, ich konnte nicht genau verstehen, warum, bis ich mich erinnert habe, wo ich sie gesehen habe.
Was? Da steht jetzt mit Gesicht. Doch, Face. Erst später, jetzt erst so, mit Face, oh, ja. Wo bist du? Einen Satz davor. Das Face, das Gesicht war das gleiche wie eins von der, von den vermissten Personen, die, von denen ich aufgetragen wurde, zu sie zu suchen. Ja. Ja, während ich den Fall untersucht habe. Ja. He was a man that was last seen with the sculptor in one of his occasional excursions out of his mansion. The body of the sculptor had a classical style that reached for perfection. But his face was silently screaming for help and looked at me begging for something that I would never understand completely. Er war ein Mann, der zuletzt mit dieser Skulptur gesehen wurde, ne? Mhm. In one of he is was? Occasional. Weiß nicht, was das heißt. Na, okay, naja. Gelegentlichen. In einem von diesen gelegentlichen Exkursionen außerhalb Menschen. Dieser Menschen, ja, Villa seiner, oder ja, ja, sein Anwesen. Anwesen, ja, okay. The body, beziehungsweise der Körper der Skulptur hat einen klassischen Stil. Klassischen Stil, der nach Perfektion reicht. Reached, achso. Ja, greift. Ja. Der nach, ja, nächsten Satz. Aber sein Face oder sein Gesicht war oder sein Gesicht rief stieß ein ruhig nach Hilfe schrie screaming ja nach einem stummen Schrei nein was silently screaming was? Leise schreiend ja stummen Schrei okay und hat für mich betend nach etwas angeguckt das ich niemals komplett verstanden hatte ja nee das would never verstanden würde. Couldn't understand exactly what. To me, the statues were nothing more than statues, and they couldn't hurt me. But for the sculptor, they were something else. The representation of strength, power, and beauty applied as punishment to any foreign enemy. That feeling was overwhelming, and I slowly began to be afraid of the sculptures, but I couldn't take my eyes off them. Da ist etwas mit der Statue, das mich bei meinen Zehen packt. Oder hielt, ja. Ich kann nicht, oder ich kann es nicht genau verstehen. Konnte nicht. Für mich waren die Statuen... Ist das die Vergangenheit, was ja, er da schreibt? Ja, er couldn't, ja. Ja, ich weiß aber. Ja, für mich waren die Statuen nichts als Statuen und sie konnten mich nicht verletzen. Aber für den... Skulpteur, Entwickler von den Skulpturen, waren sie etwas anderes. Die Repräsentation von Stärke, Macht und Schönheit. Angewendet als ja Bestrafung als für jeden fremden Feind. Das Gefühl hat mich überkommen und ich begann langsam davor Angst zu haben von den Skulpturen, aber ich konnte meine Augen nicht von ihnen wenden. Ja. Oh Gott, was ist denn heute los? Werd ich krank oder was? Oder was? Das wäre erfolgreich. Ich habe aber auch Halsschmerzen. Echt? Ja. Nein. Sag sowas nicht. Doch, habe ich wirklich. Okay.